Finest Black lädt Best Ofs hoch von mir, Best of März etc. Dem erlaube ich, meinen Content hochzuladen. Wenn du jetzt hier runterspringst beispielsweise und dann unten, wenn du also kurz bevor du aufkommen bist, zweimal F5 drückst, kriegst du keinen Fallschaden. Probier mal runter. Zweimal F5. Sag, ich bin der Beste. Ist das eine Qualle? Ist das eine Qualle? Es ist deine Mutter als Tier. Auf gar keinen Fall, Digga. Auf gar keinen Fall. Lennart! Kann das überhaupt nicht auf den Tod leiden, Digga. Wenn während des Streams am PC rumgefummelt wird. Sieht wirklich super aus, dankeschön. Ja, wollen wir ihn da einfach so lassen, oder was? Wir lassen ihn einfach so, Digga. Digga. Yusuf, das nervt. Wer von euch kann besser kämpfen in Minecraft? Ich. Also das Einzige, mit dem du besser kämpfen kannst als ich, ist mit dem Rollator. Ich hätte jetzt Hämorrhoiden gesagt, aber läuft das gleich hinaus. No cap jetzt an alle Fortnite-Lover. Die Grotto-Zeit mit mir. Du dumme Drecksau, Digga. Ich habe hier gerade einen Real Talk gemacht. Bro, wer parkt die Dinger hier aber aus, so scheiße? Also, ich hab keinen Bock mehr. Verpiss dich. Elf null. Ach, ich hasse... Oh mein... Ach, Digga. Guckt euch. Hat da im Felsen drinne rumgekröchtert, als wenn das der Eingang seiner Mutter wäre und er da gerade frisch rauskommt, wie bei der Geburt, Digga. Er wollte da nicht raus, als wenn er mit dem Kopf stecken geblieben ist. Wie ich habe eine Anfrage bekommen von einer Firma, die solche Bühnen baut. Ihr müsst euch vorstellen, ich komme einfach in mein eigenes YouTube-Konto nicht rein. Geht einfach nicht. Wenn ich mache, andere Optionen wählen, ist der Bestätigungscode an meine Handynummer einfach deaktiviert. Smartphone oder Tablet verwenden, um einen Sicherheitscode zu erhalten, auch im Offline-Betrieb. So, dann machen wir es jetzt. Halten Sie Ihr Galaxy A53 5G bereit. Ja, habe ich nicht. Dann gucken wir jetzt mit dem YouTube-Account Arschbarsch uns Videos an. Ich habe keine Ahnung, wer das ist, Digga. Und er hat einfach nur Survival Martin abonniert, das war's, Digga. Was machen Sie so beruflich? Und dann sage ich mal, ja, man sieht es wahrscheinlich nicht sofort direkt, aber ich bin Ernährungscoach. Und ist wirklich? Am Sonntag ist es im ganzen deutschen Bereich recht warm und sonnig. Deutschland. Weil ich das davor schon alles aufgefuttert habe, habe ich mir Klopapier genommen und habe ich mir Kakaozucker gemacht und das habe ich dann aufgegessen. Warum liegt hier überhaupt Stroh? Und warum hast du eine Maske auf? Dann blase mir nur ein. Mann, Fresse. Wie oft warst du im Gym die letzten 2 Jahre? Erzähl mal mit deiner scheiß Kippe im Maul. Wie oft warst du im ich Gym, war besser als du. Ja, oh, du scheiß Instagram-Pumper, Digga. Ja, na klar. Ja, du warst öfter als ich da, okay, also aber hast einen fetteren Bauch als ich. Wo ist Radin? In deinem Arsch, Digga. Ach, scheiß drauf, weißt du was? Dein Scheiß drauf. Eigentlich musst du doch einen Rentnerradar haben. Den musst du doch über die ganze Map spüren. Das Einzige, was ich habe, ist ein Nuttenradar, Digga. Und sobald ich bei dir zu Hause bin, schlägt er auf wegen deiner Nuttenschwester. Ich bin nicht kacke, Freund. Oh! Oh. Ja, wenn du willst, kann ich auch dieselbe Rüstung wie du haben. Sag mal, das hört sich an. Was macht Monte da? Wie hört sich das an, ey? Aber du, ne? FaceTime gerade mit deiner Mutter. Was? Du hast doch richtig gehört. Die hat wieder Arsch gezeigt. Meine Mama heißt Günther und ist 63. Ja, genau. Mir ist scheißegal, die wird trotzdem verführt. Und hast du was zu essen für mich? Oder ich sterbe sonst. Okay, jetzt ist das mit dich. Jetzt ist das mittlere 5. Oh mein Gott, er hat uns beiden Boogiebomb gegeben. Digga, wir machen Boogiebomb Snoop Dogg, Bro. Was ist das denn? Oh, und jetzt mischt sich da wieder jemand anderes ein, Digga. So eine Kacke, Bro. Verpiss dich, Junge. Ah, ich will nicht sterben. Free Monte! Free Monte!
Free Monte! Free Monte! Ach, du ein Sohn! Ah! Geil! Ja! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Was für ein geiler Schuss! Oh mein Gott! MLG, Digga! Tiffu, sein kleiner Bruder, sag ich ehrlich. Setz dich ins Boot, Bro? Ja, warte, ich setz mich ins Boot. Ey, warte doch! Halt doch nicht einfach los! Warte! Du sollst aufhören loszufahren! Setz dich ins Boot! Ich kann nicht, wenn du fährst! Doch, das geht! Wie denn? Ja, reinsetz dich mit deinem faltigen Rentnerarsch! Du kommst mit dem Zahlenrechnen gar nicht mehr hinterher. So, wo bist du jetzt? Warte, warte, Maul, Maul, jetzt hältst du kurz das Maul. Jetzt, jetzt musst du kurz die Schnauze halten, okay? Also, Bro. Was macht Kieskauer denn da auf dem Weg in die Fortnite-Lobby? Ich habe gerade den ersten Minuspunkt gekriegt schon. Weil ich beide, nicht beide Hände im Nee, oder? Du hast gerade den Leerlauf reingemacht, bist ausgestiegen und das Auto ist ein Stück vorgerollt. Hätte ich nicht gebremst, wäre das Auto jetzt da vorne wahrscheinlich. Du hältst die Schnauze da hinten, Lennart, sonst gibt es auch einen Lohnabzug. So. Ja, das ist der zweite Fehlerpunkt nun. Warum? Du bist losgefahren ohne Blinken, Gucken, Schulterblick. Ich bin hier auf dem Privatgelände. Du musst Blinken, Ach, Gucken, Scheiße. Schulterblick. Ich dürfte jetzt hier, also ich mache es einfach. Ich fahre jetzt hier rückwärts Also raus. Pass auf. Den Punkt fürs Wenden kriegst du, der ist gut, aber wieder mit der Hand im zweiten Gang und mit einer Hand abgebogen. Das wäre wieder... Ja, da muss man aber auch mal ein bisschen durchgreifen. Schnauze da hinten ja, auf dem billigen Plätzen. Ist wieder ein Leerlauf drin. Immer einen Gang einlegen, ja. Immer erster Gang abstellen. Da, für den Prüfer habe ich was mitgebracht, warte. Okay. Ja. Den hole ich, Moment. Was? Ganz knappe Sache hier gerade. Na komm, bleib stehen. Gut. Da ist wieder ein Bossfight. Warte. Ganz knapp. Oh mein Gott. Wo kommt der denn jetzt her, Digga? Der Arme! Wenn ihr alle angeschnallt und bereit seid, dann würde ich das Vehikel jetzt starten. Kann der aussteigen? Das ist Sabotage. Hast du die Nebelschlussleuchte an? Das ist jetzt hier. Guter Schulterblick. Ja, na klar. Eine Hand am Lenkrad, eine Hand am Lenkrad. Schaltet. Ich habe den zweiten geschaltet. Vor dem Abbiegen kannst du in den zweiten Gang gehen. Hat er recht? Das war ein Minuspunkt. Thomas Fritten. Und ein Arschbohrer. Ich möchte mich entschuldigen, das ist mir sehr unangenehm gerade. Nochmal ein McPlan-Burger? Ein McPlan? Oder eine Cola. Eine Cola. Eine Cola. Ich hätte noch eine Frage. Ich bin Influencer. Kann ich mit einer Instagram-Story bezahlen? Warum? Ja, das ist doch ein Zeichen von Freundschaft. Deutschland ist, ist meine Heimat, Digga. Hä? Spontan eine Umfrage. Oh abfackeln, ja oder nein? Boah, das ist crazy, Digga. Das ist crazy, Digga. Hallo Freunde, wie sieht's aus? Flagge brennt komplett lichterloh gerade. Ich stehe gerade davor. Was hier geht's jetzt los, Digga. Ja, das ist jetzt auch noch runtergefallen. Nein. So. Yo, in meinem Auto gilt folgende Regel. Wer hinten sitzt, hält die Fresse. Wenn du Wichser. Dann ist es dein Problem und nicht mein Problem. Ich werde dich abfahren. Und an den Grasrauch und den Mitfahrer hinten links, okay? Mhm. Jetzt wird auch mal wirklich stillgehalten. Ist abwürgen auch ein Minuspunkt? Schulterblick. Sascha, ich schwöre auf deine Mutter, ich lang dir gleich sorry, eine. Sorry, Mike. Eine Sekunde. Moin, ich hab Zabex und Monte im Auto. Wollt ihr ein Foto machen? Nein, fehl nach hinten, Zabex sitzt da. Gerade schon Foto, schon zwei. Ach so, okay. Wo ist Tanzverbot? Das, ach, das Tanzverbot, ja, also das ist Zabex. Das geht Zabex. Hast du Lust auf 50 Naschis? Ja. Ja? Mike, wenn du dich jetzt kaufen lässt. 50 Subs. Zabex, nein! Du tötest mich für 50 Subs, weil du eine käufliche Hure bist. Und guck mal, wie da steht, der Günther Klaus.
Monte! Ja, das war jetzt aber nichts. Hey, beruhige dich. Abstand, hier Abstand halten, Abstand! Die ist nicht zurechnungsfähig. Es tut mir leid. Nein, nein, nein! Nein, oh. Nein! Nein! Montana Black, das war dein verfickter Auftrag. Nein. Du Schweinegesicht. Wo ist der Beweis? Sag's mir, zeig's okay. mir. Achtung, wir zünden scharf. Nein, nicht das Haus von Schradi. Da sind alle seine Kisten. Mit den Eiern in den Kisten. In dem Haus sind alle... Oh, ja.